Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Live in the Woods. Ja, in der letzten Folge, da wollten wir hier unser Beetchen ein wenig erweitern. Das haben wir auch hier schon angefangen. Sieht zwar jetzt gerade aus wie so ein Massengrab hier, aber wir werden das Ganze natürlich nur für Beete nutzen. So, ich würde sagen, wir fangen mal gleich an damit. Ich habe das doch gerade weggeklopft. Das war aber jetzt sehr seltsam. Ihr wart Zeugen, gell? Okay. So. Und ja, ich werde das dann hier bearbeiten noch schnell. Ich bin auch gerade am Überlegen, machen wir nochmal die Spezialerde mit dem Komposter oder lassen wir es? Weil, ganz ehrlich, mit den Grashüpfern haben wir ja keine Probleme mehr. Die haben wir ja deaktiviert mit Mob Spawn Control und ich würde es einfach lassen, ganz ehrlich. So, lass mich gerade mal hier gucken. Ja, das passt. Dann machen wir noch hier schnell eins hin. So, okay. Warum komme ich eigentlich bis hier hinten immer hin? Mal wieder zu gierig wahrscheinlich. Und es wird natürlich dunkel. Im Dunkeln lässt sich bekanntlich immer gut munkeln. Gerade mal schauen, dass die Proportionen auch hier stimmen. Ja, gut, doch. Passt, passt. Wunderbar. So, dann können wir, glaube ich, hier noch eins hinmachen oder wird das zu eng? Ja, das wird zu eng, ja. Ich will gerade mal hier mal ein bisschen Licht hinmachen. Ist mir gerade ein bisschen zu dunkel hier. Das reicht für den Anfang. So, erstmal kurz die Rübe kratzen, dann überlegen. Ja. Also ich würde hier, würde ich noch versuchen wollen, ein wenig zu erweitern. So, wir reisen mal kurz hier ein. Na? So, Erde haben wir ja. Nein, doch nicht so. Das war jetzt etwas doof. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Das habe ich mal wieder ganz toll gemacht. Dann machen wir das halt so. Da unten kommen wir leider nicht mehr hin. Ich muss gerade mal schauen. Bis hierhin wollen wir. So. Also bis dahin würde die Erweiterung dann gehen. So. Ja, da haben wir noch genug, das ist gut. So. Gut. So, dann müssen wir natürlich hier wieder abreisen. Hilft dir nichts. Ja, die Axt, die macht gleich die Mücke. Sagte es und es passierte dann. Ich mache das jetzt mal auf die Schnelle, nur die Ecke hier mit der Hand.
Weil ich bin jetzt ehrlich gesagt zu faul, hinten zur Werkbank zu laufen und da wieder eine neue Axt zu craften. Okay. Dann können wir nämlich das hier auch erst nochmal wegmachen. Wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Dann können wir hier erstmal wegmachen. Das wollte ich eigentlich sagen. So. Moment. Also bis hierhin würde das dann quasi noch gehen. Zwei Blöcke breit. Okay, das passt auch. So, dann wollten wir hier auch noch mal machen. Da hatte ich ja hier schon in der letzten Folge ausgemessen. Wunderbar. Und dann bis hierhin. Schön. Die Blümchen, die setzen wir dann nachher wieder irgendwo hin, wo es dann hübsch aussieht, ne? Schön. So, die Ecke noch. Die Erde nehmen wir mit. Die können wir dann irgendwann nochmal irgendwo anders dran klatschen. Das war natürlich wieder einer zu viel. So. Ja, alles nachher halbwegs symmetrisch auch aussehen. So halbwegs. So, und dann passt hier auch noch einer hin. So, schön, wunderbar. Oh, ich bin so doof. Ja, ich bin so doof. Wir machen das ja gar nicht mehr mit der mit dieser Solid-Erde oder wie die heißt. Ah, ich komme gerade nicht drauf. Mit der Spezialerde, die wir haben. Warum habe ich mir da überhaupt die Mühe jetzt hier gemacht? Nee, leck mich doch fett hier. Wir hätten ja ganz normal mit der Hacke drüber gehen können. Ich Idiot. Also. Jo.
Man hat ja sonst nichts zu tun, gell? Es tut mir leid. Moment. Hallo? Warum geht das mit der Eisenhacke jetzt nicht? So, oh, ja, wir brauchen ja hier die Wassergräben natürlich. Moment, lass mich mal kurz überlegen. Das würde dann heißen. Ach, ich hab's ja genau falsch rum gemacht. Okay. Ich beeile mich, um diesen Fehler so schnell wie möglich wieder auszugleichen hier. Ich gebe jetzt alles hier. So. Weil mit den Wassergräben, also mit der Soul-Erde, da brauchen wir ja gar keine Wassergräben, aber hier bei der normalen Erde, ja, da brauchen wir sie. Ich wollte nämlich jetzt gerade alles vorbereiten, um die Soul-Erde hier reinzumachen. Oh Mann. So, na, mach. So. Hier müssen wir natürlich wieder alles auffüllen. Ja, das war meine eigene Blödheit und ihr müsst es ausbauen. So, aber das ist das Schöne an Minecraft. Hier kann man alles formen und gestalten, wie man möchte. So. Dasselbe müssen wir natürlich auch hier wieder machen. Man hat ja sonst nichts zu tun, gell? Und dann müssen wir noch einmal hier machen. Sehr schön. Und einen Graben noch hier. Ich muss gerade die Linie treffen. Hier. Okay. So, ihr Lieben, tut mir leid. Kleine Umwege. Aber so ist es. Ich kann es nicht ändern. So, wir nehmen mal die Beine in die Hände. Können wir uns natürlich auch leisten, weil
Ja, Happy Happy haben wir ja genug. So, und ich glaube, den Eimer hatten wir hier oben irgendwo drin. Oder? Ah, Mann! Augen auf im Straßenverkehr, Alter! Haben wir doch bei uns gehabt. Was ist das da hinten eigentlich? Und? Wie konnte man? Achso, ja. Ich wollte. Achso, ja. Das sah von der Ferne aus wie Pferde. Pferde fehlen mir hier noch irgendwie. Hätte ich gerne hier irgendwo in der Nähe. Und Pferde hätte ich auch gerne sowieso irgendwann mal. Und ein Hund. Das wäre optimal. Ist alles noch so ein bisschen mager hier. Ich weiß nicht. Wir haben ja natürlich auch Eisen, jede Menge. Da kann man uns natürlich auch zwei, drei Eimer Wasser machen. Jedes Mal dieses Rumgeputtel da mit dem einen Eimer, das geht mir ehrlich gesagt auch auf den Senkel. So, was war hier drin? Nix mehr. So, hier Eisenbahn. Werkbank. Einmal ging, glaube ich, so. Ja. Dann haben wir nämlich dann drei Stück. Wunderbar. Ich bedanke mich und die Eisenbarren landen dann wieder hier. Die Goldbarren, die machen wir dann auch da rein. So. Da wollen wir doch mal gucken, ob wir das zum Laufen kriegen. Ich hätte aber gerne einen da und einen hier. So, einmal, zweimal, dreimal. Dann sollten wir eigentlich, Moment, sollten wir eigentlich einen gleichbleibenden Pegelstand hier haben. Jawohl. So, dasselbe wieder hier. Achso, da hätte ich dann, glaube ich, hier hinten ansetzen müssen. So. Jawohl. Mit der Dreherei merke ich gerade, weil man es halt gewöhnt ist, mit einem Eimer das immer zu machen. So, aber ich kriege den Dreh raus gerade. So. Achso, hier habe ich noch einen Graben vergessen. Das sehe ich jetzt erst. Da müssen wir, gell? Nicht sogar hier. So, okay. Eins, zwei, drei, einmal drei, eins, zwei, drei, jetzt, zwei, nochmal, nochmal,
Und nochmal. So. Okay, das haben wir doch relativ schnell beglichen. Alles ist voll. Ja. So. Die stecken wir jetzt wieder zusammen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Dann haben wir noch mal eine Nase kratzt. So. So, dann sollte das doch jetzt rein theoretisch funktionieren. Jawohl. Aber ich fürchte, für die Menge, die wir hier haben, wird die Hacke nicht reichen. Ja, das ist halt der Nachteil von dieser Garden Soul. Ich habe gerade gedacht, ich hätte hier eine Reihe zu wenig, aber es passt. So, und da ist er weg. Ja, müssen wir uns am besten zwei Hacken machen. Wir machen uns zwei, ist besser. Haben wir Stickies? Haben wir Stickies? Haben wir Stickies? Haben wir Stickies? Haben wir, haben wir, haben wir nicht. Kann man sortieren? Nö, haben wir nicht. Haben wir Holz. Ja, ich weiß, die Treppe, die ist ein bisschen doof gemacht. Die machen wir noch. Habe Geduld. Wir Geduld haben müssen. Hier Akazienholz. Das dient uns für unsere Zwecke. Machen wir uns mal hier so ein paar Stück. Zack. Nee. Doch. Ja, das Eisen unten. Ach, wenn wir schon gerade hier sind, gehen wir mal hungrig schlafen und gute Nacht. Oh, so ein Kaffee jetzt am Morgen, das wär's. Hier unsere wunderbare, fette, geile Küche hier mit Waschbecken und allem drum und dran. Ja, ehrlich gesagt, so ganz gefällt mir das auch nicht hier. Ist zwar schick so Marmor, aber ich weiß nicht. Muss ich mir nochmal irgendwie mal was Besseres einfallen lassen. Aber jetzt nicht. Wir haben andere Pläne gerade. Ich wollte eigentlich, nachdem ich die Felder unten. Hallo? Cool. Wir haben schwarze Kisten. Sehr seltsam. Das liegt bestimmt hier am Lichteinfall, okay, achso. Das Holz. Nein, das Holz hatten wir hier. Das legen wir natürlich wieder hier bei Akazienholz. So. Ist da was? Das überlebe ich. Au. Au. Oh. Direkt vor den Eingang gefallen. Auch nicht schlecht. Hier, das Eisen brauchen wir. Dann einmal so und dann nochmal so. So, das war eine Hacke. Ja. Nein. So. Eine kommt dahin, eine dahin. So, wieder an die Truhe. Das Eisen natürlich wieder rein. Und wir sind hungrig. Wir hatten ja Karotten bei uns. Jede Menge. Oh. Voll geil. Genau das richtige Essen, um in den Höhlen gut sehen zu können. Das steht uns nämlich auch noch viel bevor. Wir wollen ja da den Berg hier noch ausbauen. Das wird eine Arbeit, du. Also ich stelle es mir nicht einfach vor. Sag ich jetzt mal so ganz salopp. Es wird ein hartes Stück Arbeit.
So, ich will mal gerade hier so ein bisschen auf die Tube drücken. Okay. Dann, die hat sich auch schon verabschiedet. Stimmt das so? Ja. Ich hätte doch noch eine Hacke mehr machen sollen. Oh, cool. Ich kann auch die Taste gedrückt halten, dann macht er auch weiter. Das ist nicht schlecht. Ja, ich hätte eine mehr machen sollen. Moment, wie viel müssen wir noch machen? Das, das und das. Ja, da geht nochmal eine Hacke drauf. So. Hier ging es rein, genau. So, dasselbe Spiel nochmal, aber erst brauchen wir nochmal hier unsere Eisenbarren. Man hat ja sonst nichts zu tun, ne? Wäre ja schlimm, wenn man überhaupt nichts mehr zu tun hätte. Ich habe da so eine Kaffeetasse. Da sitzt so ein Typ, sitzt auf dem Bürostuhl und der tut einfach nichts und da steht dann drüber, wie schön wäre dieser Job. Also ganz ehrlich, so ganz nichts tun kann ich auch nicht. Ich muss eigentlich immer ein bisschen was zu tun haben. Muss zugeben, habe mich da so ein bisschen gehen lassen in der letzten Zeit, aber ich merke, ein bisschen, also jeden Tag so ein bisschen machen, ups, schadet nicht. So, wisst ihr was? Die Ecke machen wir dann auch noch hier ein bisschen schicker. Ich will auch runter. So wollte ich das haben, genau. So. Wollte ich jetzt eigentlich nicht aufnehmen, aber gut. Ich kann mal immer noch wegschmeißen. Oder auf den Kompass haben. Erde mehr? Ja, das ist schlecht. Naja, hier ist ja noch jede Menge. Dann nehmen wir mal hier was weg. Jetzt ist von mir eigentlich nicht die Schaufel. Ich habe doch eine Schaufel. Mann! Alter, mach dein Hirn an. So. Jetzt geht das doch schon viel geschmeidiger. Was haben wir da? Speckstein. Das wird wahrscheinlich auch noch nicht an Erde reichen. Machen wir nochmal hier vorne was weg.